mit dem Wendelabzug Kaufland bereits einen umstrittenen Werbepartner an Land. Doch auch das neue Testimonial kommt unerwartet. Neckarsulm: Für eine neue Kampagne hat es Co. unter Kaufland nach dem gescheiterten Wendler-Deal ausgerechnet Influencer Knossi als Werbegesicht. Der Influencer, der durch seine Twitch-Streams bekannt wurde, steht immer wieder in der Kritik, Glücksspiel vor Kindern zu verherrlichen und ist damit nicht ohne. Von Seiten des Discounters heißt es, man wolle junge Kunden ansprechen. Die Kooperation brachte der Streamer selbst im Eislos 7-9 Werbespot der Supermarktkette sah, in dem der König von Kaufland besungen wurde, forderte er Kaufland auf, ihn zum König zu machen. Prompt reagierte Kaufland und forderte ihn zu einer Challenge auf. Punkt 24 berichtet, Kaufland erneut ein umstrittenes Testimonial ins Boot und sind endgültig ausgelöscht. Kaufland übernimmt weiteres beliebtes Realangebot. BW24 berät, BW24 ist ein Angebot von Ippen.